Hallo, ihr Lieben, nicht wundern. Ich sitze gerade hier am Renderprogramm dran und horche so rein und wundere mich, was ist denn da mit meiner Stimme los? Ich habe festgestellt, dass ich jetzt, nachdem ich 5 Folgen aufgenommen habe, also die Folgen, ich glaube, vom Mittwoch bis zum Sonntag müssten das sein, dass das Kabel von meinem Mikrofon nicht ganz so drin gesteckt hat, wie es hätte drin stecken sollen. Und dementsprechend höre ich mich jetzt die nächsten 5 Folgen ungefähr so an. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Survival 3. Staffel 17. Folge Version 0.4.0.3. Heute an. Klingt komisch, ne? Man hört auch den Unterschied. Keine Ahnung, woran genau es jetzt lag, dass mein Kabel nicht richtig drin war. Auf jeden Fall habe ich es jetzt korrigiert. Ich habe das natürlich ganz oft gespeichert. Dementsprechend, ich schneide das jetzt nicht einfach raus. Bitte, ja, ertragt es jetzt die nächsten 5 Folgen. Es ist teilweise witzig. Ich höre mich komplett anders an. Ich werde auch dieses Video jetzt hier jedes Mal vor jeder Folge schneiden. Nochmal zur Erinnerung, auch für die Leute, die später hier auf den Kanal kommen und so weiter und so fort, dass die sich nicht wundern, warum hört denn der sich so komisch an? Ich höre mich so ein bisschen an, als hätte ich nicht Helium, sondern das andere Gas inhaliert, was die Stimme tiefer macht. Ist witzig. Teilweise abgehackt, aber ich bin verständlich. Ja, danke für euer Verständnis. Ist ein Fehler, der mir jetzt erst aufgefallen ist. Und ja, okay, passiert, ne? Viel Spaß mit der nächsten Folge. Und den nächsten 5. Es wird witzig. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival, 3. Staffel, 18. Folge in der Version 0.4.0.3. Heute am 16.8. in der Vorproduktion für euch. So, wir switchen wieder raus hier aus dem Menü. Wenn es denn geht, bitte. Es reagiert nicht, wenn ich Escape drücke. Alles klar, dann machen wir hier Continue. Es kommt immer was Neues dazu. Wir müssen hier noch warten, obwohl, das hatten wir schon einmal fertig, aber darauf warte ich ja so händeringend auf die Sehnen für unseren Bogen. Was sagt denn das Hüngerchen? Das Hüngerchen sagt, wir könnten uns eigentlich mal 2 so eine Brocken hier reinzimmern, die an der Drying Rack vergammeln. Das ist natürlich blöd. Ich hoffe, die Kühlschränke funktionieren mittlerweile. Aber da muss ich gestehen, das würde ich erst bauen, wenn wir unsere Base wenigstens schon einzugsbereit haben. Und da haben wir heute hin. Wir fahren jetzt an Ort und Stelle, wo die Base sein soll. So. Oh, und es kommt Nebel. Finde ich gut, weil ich brauche noch 2 Äpfel und ein bisschen was anderes an Gemüse. Dann sammeln wir immer hier ein bisschen Naturalien ein, die wir ja leider verloren haben. So. Oh ja. Kommt mal her hier, kommt mal her. Wäre natürlich nice, wenn wir jetzt noch die 2 Äpfel für die Rache bekommen. Ah, Hard 6. Haben wir noch 7 im Koffer. Ah. Den haben wir ein bisschen einsammeln. Hatte ich jetzt eigentlich einen zweiten Hocker hier gebaut? Ich glaube nämlich noch nicht, ne? Oder doch? Steht da hier irgendwo? Hocker, Hocker, Hocker? Nee. Auch nicht, ne? Okay. Was kostet nochmal? Das können wir da hin. MRMRM. So. Ein Hammer brauchen wir. 2 Nägel, 2 Woods. Haben wir da. Hier im Holzschrank. Können wir gleich mal hier die Sachen aussortieren, die wir jetzt gerade noch eingesammelt haben. Dann füllt sich das Lager langsam wieder. 2 Nägels. Nägelze. Split one, split one. Müssen wir auch mal bald wieder welche herstellen, wie ich gerade hier. So. Achso, den Hammer brauchen wir natürlich auch noch. Und aussperren, aussperren, aussperren. Ich sperre mich aus. Nein. Aussperren ist natürlich auch sehr unvorteilhaft. So. Während wir den jetzt bauen, vergeht schon mal Zeit. Und in Zukunft können wir dann uns hier immer noch mal 5 Minuten draufsetzen oder so, bis es dann mit dem Nebel anfängt. Hello, my friend. Jetzt habe ich nur vergessen, mein... Alles klar? Jetzt wissen wir schon mal, es funktioniert wieder. Das ist schon mal wichtig. Komme ich aber nicht raus, wa? Ist natürlich der Nachteil, wenn ich das hier dazwischen gebaut habe. 41,3 Grad beim Nebel, krass.
Ja, was ich eigentlich sagen wollte, weil wir diesen Fersen haben zu machen, ist mal die Karre da umzuparken, dass ich von der Karre oben auf die Schmiede drauf komme. Oder oben auf die Garage. Und dann von oben aus immer schön runterschmeißen oder runterschießen kann. Natürlich machen wir uns so wieder Wooden Arrows wie Zombiejagd. Da läuft einer. Der geht aber auf Wishes zu. Wie seid ihr hier reingekommen? Hey! Hallo? Yes. Hey. Hey. Hallo? Oh. Das ist ungünstig. Da komme ich ja selber nicht drüber. Hallo? Kuckuck. Ja, ich komme hier selbst nicht drüber, ne? Bleib dann hier oben hängen, das ist natürlich doof. Vielleicht hier vorne einen Zaun bauen? Komm aber Six für. Hier bin ich falsch. Dann muss ich hier hin. Wenn er von der Seite dürften, soll eigentlich nicht durchkommen, ne? Das ist eigentlich nicht breit genug, weil ich komme aber auch nicht rein da. Hier zwei Parts, die sollten reichen, ne? Würde ihn aber gerne da anbabbeln. Nein. Nein. So, was brauchen die jetzt nochmal? Das hat gerne gekickt. Also Six auf jeden Fall. Und Components war das, ne? Ach, Robin, guck doch mal hin. Also wir brauchen 8 Sticks und 4 Components. Das könnten wir hinkriegen jetzt in der Zeit. Split 1. Okay, dann halt nicht. Und 8 Sticks haben wir gesagt. Moment. Haben wir nicht hier noch Branches? Nehmen wir die Sticks, die schon fertig sind. 8 Sticks. Kannst du stacken? Ach, siehst du, jetzt habe ich die Federn wieder dumm eingelagert. Wollte ich doch gar nicht. Oh, wir hatten so viele Federn. Oh, oder? Nee, Quatsch, die habe ich schon verbaut. Stimmt. Die sind schon drin als Pfeile. Genau, damit ist er ja fertig, die gute Rachel. So. Speichern nochmal, falls das jetzt irgendwie blöd läuft. Warten wir ab, dass er gespeichert hat. Sind das mal eben fertig? Das hier auch? Da ist der Nebel schon weg. Ey, der Nebel ist jetzt viel, viel kürzer als vorher. So, also wenn die hier durchkommen, weiß ich auch nicht mehr weiter. Hier kommen sie eigentlich auch nicht durch. Das ist gut. Eigentlich, das ist sehr gut, oder? Dann haben wir da wenigstens schon mal die Möglichkeit, doch aktiv gegen die Nebelzombies anzukämpfen. Beziehungsweise auch gegen die Nachtzombies. Problem ist nur, ich habe keine Flaschen, um sie zu locken, ne? So, ich komme hier auch locker rüber. Naja, wie man locker nennen möchte, ne? Mit Anlauf? Auch nicht. Dann sollte ich das doch mal ersetzen, weil ich komme jetzt gerade gar nicht mehr drüber. Ich komme nicht mehr durch! Problem ist nur, ich will jetzt ja auch ungern eine Tür zimmern. Wegen den zwei Nasen hier. Der kommt nicht mal drüber. Was ist denn jetzt? Ist ja doof. Nee, nicht die. Ich brauche eine Axt. Ah, geh weg da. Ist ja doof jetzt. Brauche ich da zwangsläufig eine Tür? Oh, alle Ressourcen wiedergekriegt? Nice. Kein Verschleiß. Also, ja, doch schon. Wir hatten Verschleiß, klar. An die Axt selber dann, logischerweise. Ich brauche hier noch 2 Components und 1 Stick. Überall. Wenn ich hier durchkomme, dann auf jeden Fall. Hier bin ich falsch. So, 1 Stick. Und 2 Components, habe ich gesagt, ne? Ja. Oh, Gott. So.
Zeit haben wir noch? Ah, gut. So. Okay. Ach, sie macht nicht das Tor auf? Ich habe die falsche Antwort mitgenommen, ja. Sie macht nicht die Tür auf. Das ist ja schon interessant. Also die Gartenzauntür. Yes. Ja, sorry, es steht wieder im Weg, ich weiß. Obwohl, mir fällt gerade ein, als wir noch unser Seehaus hatten oder Baumhaus hatten, haben wir das auch nicht gemacht. So, ich komme hier ganz gechillt durch, das ist gut. Den Mülleimer stelle ich jetzt mal vorsichtshalber hier drüben hin. Weil nicht, dass die hier vorstehen und versuchen zuzuschlagen und dabei den Mülleimer treffen. Das wäre natürlich sehr ungünstig. Die zwei Koffer kommen jetzt auch mal hier an die Seite. An die Seite kommen sie, ja, da kommen sie hin. So. Das heißt, wir kommen hier immer schön rein und raus. Tür zu. Auf und zu können wir von hier aus steuern, ne? Das ist sehr schön. Das heißt, wir können von hier aus schön mit einem Speer arbeiten oder mit Wooden Arrows und so weiter und so fort. So, jetzt möchte ich gleich mal was kicken. Wo ist denn der hin? Den sich erledigt hat. Der ist lost, wa? Schade. Wollt kicken, was der hat fallen lassen. Weil das ist ja in unserer Hausregel drin. Nur die plündern, die wir oder unsere NPCs erledigen. Da fällt mir aber eine Sache ein. Hast du jetzt eigentlich... eine Waffe? Quatsch, hier bin ich falsch. Hier wollte ich hin. Du hast Pistole. Eine Riffle könnten wir ihr noch geben, stimmt. Ah! Könnte, glaube ich, nicht. Ich habe mir einen scheinenden Fehler gemacht. Ich habe es gestackt, obwohl ich gesagt hatte, ich wollte das ihr geben. Revolver. Das ist für die Hunting-Riffle. Waren die jetzt eigentlich alle leer hier? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Okay. Oben noch vielleicht? Hätte mich jetzt so gewundert. Wir geben ihr schon mal die Würfel. Und da muss ich natürlich beim nächsten Mal hoffentlich dran denken, dass wir ihr auch Munition dafür geben. Untere ist es, genau. Orachel! Hallo, Stimme! Orachel! Komm mal her hier. Yes. Hier hast du erstmal. Zweifel zwar immer noch, dass du es automatisch trägst, weil reinziehen kann ich es nicht. Wenn ich jetzt hier sage, küpp, dann rüchte ich das selber aus und das möchte ich nicht. Jetzt hat sie aber wenigstens die schon mal hinten drauf. Die Pistole hat sie auch drin. Jetzt brauchst du dafür jetzt noch Munition. Pistole, Munition hat sie. Nahkampf will sie ja nicht. Haben wir ja schon getestet. Dann können wir die wieder rausnehmen. Kann es sein, dass ich ihr die falsche gegeben habe? Nee, habe ich nicht. Ja. Eine Option wäre es natürlich noch für das Spiel selber, noch zu sagen, dass man Munition wieder rausnehmen kann. Oh, machen wir es mal so. Zack, zack, zack. So. Dann gehen wir jetzt endlich rüber. Endlich, nachdem ich das 10.000 Mal gesagt habe. Gucken nochmal hier nach. 20% fehlen noch. Hunger und Durst sieht noch okay aus. Vielleicht nappe ich mir nochmal einen so einen Brocken hier. So, dann nochmal einen kleinen Schluck trinken. Und nochmal vorsichtig aber auffüllen, würde ich sagen. Ja doch, machen wir mal. Geht das jetzt? Geht auch nicht.
14 Liter sind schon durchgelaufen. Sehr schön. Du trinkst erstmal, bis du das getrunken hast. Dann nimmst du schon mal direkt hier raus. Müssen wir weniger umfüllen in den Kanister. Wo wir hier bereits 34 Liter drin haben. 34,34, um es genau zu sagen. So, und jetzt fahren wir den Mirror. Jetzt möchte ich mal anzeichnen mit euch. So. Dass ihr schon so eine grobe Übersicht bekommt von dem, was ich mir so gedacht habe, wie wir es machen könnten. Bin aber vollkommen falsch gefahren. Sehr schön. Ja. Ging aber heute ohne Crash hinbekommen. Ja, hier oben müssen wir auch noch ausräumen. Ne, nicht hier. Ein bisschen weiter wartet, glaube ich, die Hütte. Die eine Zombie-Hütte, die wir da noch haben. Oder hier? Ja, hier war die, ne? Ja, genau da. Da müssen wir auch noch ausräumen. Das könnten wir dann am Rückweg machen. Wird dann aber wohl erst für die nächste Folge. Ausfahrt verpasst. Ah! Ja, ist okay. Machen wir gleich. Wir fahren erst rüber zu den Hühnern. Oder gleich zu dem Mist. Ey! Dein Ernst? Brauchen einen Wagenheber. Eins. Zwei. Okay. Ist klar. Okay. Ja. Mann! Tausend Meilen lang gefahren. Kein Überschlag gemacht. Keine Ahnung, ob wir den schon bauen können, den Bankheber. Wenn nicht, habe ich jetzt ein richtig, richtig fettes Problem. Und zwar, dass ich kein Auto mehr habe. Ich könnte mir noch das Auto basteln, das ist klar. Wir müssten trotzdem aber erstmal die ganzen Komponenten dann für den Wagenheber finden. Beziehungsweise für die Workbench eventuell, ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken, wo ich den bauen kann. Ich habe nämlich echt keine Ahnung mehr. Und ich will immer noch Motorrad in dem Spiel. So ein richtig schöner alter Chopper. So, mir ist noch eingefallen, manchmal liegen ja auch oben drauf noch Sachen, aber hier auch nicht. Also hier gibt es einfach mal nichts zu looten an der Ecke. Ja, nee, ist klar. Alter Schwede, jetzt reicht's aber. Was hab ich denn heute für ein Pech hier? Mann! Kann ich nicht mal mehr rennen? Hab ich Schnapp dabei? Nee. Boah! Siehst du, ich habe nicht mal Ersatzmedizin im Auto, fällt mir gerade ein, ne? Vor allem müssen wir jetzt natürlich noch hoffen und bangen, dass das Auto nicht irgendwie despawnt oder durch die Welt litscht oder was auch immer. Natürlich blöd gelaufen, ey. Ach nee, das war ein Hastig, brauche ich nicht. Kann wieder weg. Wo man die auch verbrennen könnte, ich weiß. Aber da die Schmiede ohne Feuerzeugs funktioniert, also ohne dass man das reinlegen muss, dachte ich mir, ey, wozu? Das ist aus dem ewigen Feuer ist die gemacht worden. Also da ist mal Poseidon vorbeigekommen. Nee, nicht Poseidon, Prometheus war es. Da ist mal Prometheus vorbeigekommen, hat uns mal hier so ein bisschen ewiges Feuer reingelegt und seitdem funktioniert. Moin, bin wieder da. Frag nicht. Frag lieber nicht. Wie sind wir hier? Eine Nase. Oder was? Painkiller? Muss ich mal gucken. Was war's denn? Status. Hier. Entweder schnapperig oder Painkiller. Immer Painkiller. Denn dadurch haben wir jetzt die Recover-Time auf eine halbe Stunde runtergeschraubt. Statt auf eine Stunde. So, Naturalienschrank. Ne, Federn kommen rüber, haben wir gesagt. Aber ihr kommt erstmal hier rein. Ja, auch. So, die Bandagen natürlich noch zurücklegen. So.
Hier hast du Federn. Da könnte schon wieder ein Pfeil gemacht werden. Jetzt muss ich mal gucken. Wangenheber. Wo war der? Der ist uns. Der ist machbar. Drei Gears. Wir brauchen Gears. Wir brauchen Gears ganz schnell. Leute, Leute, los. Jetzt zackig, zackig. Zwei Gears noch. Reifen haben wir ja zum Glück zu Genüge. Oh, hallo dein. Zack. Oh, schau mal, das reicht noch. Nein, es reicht nicht. Es gibt nicht. Habe ich noch irgendwas angeschmolzen? Nein, habe ich auch nicht. Nein! Ach. Oh, zwei mehr davon. Dann muss ich nochmal Components oder Metal Scraps einschmelzen. Machen wir gleich eine ganze Riege voll. Können wir auch bald wieder rennen. Ja, schön. Ich wollte euch eigentlich, wie gesagt, was ganz anderes zeigen, aber okay. Glück im Unglück, würde ich mal sagen. Das war doch kombinierbar, ne? Ich glaube, es war kombinierbar, dass ich jetzt das gemischt reinlegen kann. Schauen wir mal. Da muss ich mich auf den Hocker setzen. Das geht nicht anders. So, wir gucken mal. Jetzt haut er hier schon mal 4 raus. Jeweils 4 in einer halben Stunde. Das dauert länger. Dann machen wir das so, ne? So. Aber wieder ist mal so Vorrat. Dann sammeln wir schon die anderen Sachen ein, die wir brauchen. Wir brauchen nämlich noch Metal Scraps und Räder. Also ein Rad war das, glaube ich. So. Gucken nochmal. Hier sind eine Mache. 5 Components und 10 Metal Scraps. Haben wir aber noch. So, hier von 5. Alter Schwede. Davon 10. Müssen wir auch bald wieder auszuschlachten gehen. Schön. Machen wir die Luke zu. Sollen die zwei Dumpfbacken draußen bleiben? Wo ist mein Hocker? Da ist mein Hocker. Setz dich mal eine Dreiviertelstunde hin. So. Die Fertigung erholt sich dabei auch ein bisschen, habe ich gerade gesehen. Aber natürlich deutlich weniger als beim Schlafen. Ne? Wo ist jetzt auch schon wieder halb rum hier? Verdammt. So, das sollte jetzt durch sein. Ich kann noch wieder rennen, das ist sehr schön. So, so. Deck, Deck, Deck. So, zack, zack. Machst du erstmal nur 2 davon. Das soll dann bitte die Rachel machen. 1,5 Stunden. Machen wir in den anderthalb Stunden. Gute Frage, nächste bitte. Schon mal die eine Metal-Geschichte da rausnehmen. Hier. Die brauchen wir noch fürs Rezept. Nägel könnte man theoretisch machen, aber momentan haben wir noch keinen Bedarf auf Nägel. Wir können mal durchgucken, was wir noch machen können. Siehst du, warte mal, vielleicht ist der Bogen schon so weit? Das wäre natürlich nice. Hey. Oh, die Haut ist soweit. Okay, kann man nochmal Leder machen. Das Leder verdirbt ja da zum Glück nicht. Ah, Moment, ich kenne unsere Dummbacken ja, ne? Sie steht dran und macht? Ja, sie steht dran und macht. Aber wenn die Tür zu ist, macht es ja nicht. Für 20 Minuten leider nur. Craften aber mal selbst. Dann vergammelt uns das Zeugs auch nicht. Falls wir... Obwohl, was heißt hier falls? Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Tactical Dingsbummens hier. Könnten wir nicht herstellen. Uns fehlt noch ein Circuit. Ja, wir müssen plündern gehen. Das geht nicht anders. Wir könnten aber mal... Mal ein Stack vollladen. Ja, du kommst da raus. Und selber kann ich ja auch nochmal Munition herstellen. 3 Fehler. Ach, 3. Ich habe irgendwie 4 in Erinnerung gehabt. Warum auch immer. Split One. So. Split One. So. Und den ist da auch noch rüber. Können wir nochmal ein Pfeil mehr herstellen? Haben wir schon mal ein bisschen mehr, ne? So. Nochmal 10 Minuten. Da heißt jetzt noch eine Stunde, dann sind wir mit dem Gear fertig. Dann können wir es den Wangenheber machen und den werden wir dann aber wohl in-game morgen holen müssen.
Ach, nehmen wir mal mit raus hier. Das kannst du hier nämlich eigentlich schon mal reinlegen. Den halben Stapel. Hier haben wir Equip. Obwohl, ist das mittlerweile machbar, dass ich... Warte mal, das möchte ich mal anders machen. Nimm den mal wieder raus. Kann ich jetzt hier sagen, das ist mittlerweile wieder machbar. Sehr schön. Ich muss ihn nicht ausgerüstet haben, um Add Error zu machen. Das ging nämlich nicht immer. So, jetzt können wir ihn schließen. Könnten ihn ausrüsten, mache ich aber nicht, falls ich nämlich jetzt nochmal sterbe. So. Das hier ärgert mich immer noch. Vielleicht kann ich die einschmelzen. Mal gucken, ob das machbar ist. Wenn ich die für sonst nichts gebrauchen kann? Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Da konnte mir auch in der letzten Staffel keiner helfen. Die, die halt nicht benannt sind, die nicht beschriftet sind sozusagen. Denn wir haben das Problem bei den Waffen. Das muss entweder eine kaputte Pistole sein, kaputter Revolver sein, kaputtes Maschinengewehr sein, kaputt Schrot sein oder kaputte Hunting Rifle sein. Was ich hier habe, ist einfach nur ein Waffenteil. Mehr nicht. Vielleicht ist das auch ein Quest-Gegenstand, ich weiß es auch nicht. Aber davon konnte ich mich ja in der letzten Staffel wortwörtlich zuscheißen mit. Das war so viel, was wir davon hatten. Das ist doch meine Idee. Ja. In der Stunde, die wir jetzt Zeit haben, könnten wir uns auch mal einen Schild basteln. 10 Nägel, 7 Holz. Ich hab nicht mehr so viel Holz, ne? Holz bist du? Nee. Können uns aber Holz herstellen. Wir haben ja hinten noch ein paar Stämme rumliegen. Aus einem Stamm haben wir immer 4 Bretter bekommen, ne? So. Oh, ihr seid ja auch noch hier. Stimmt, habe ich ja sogar noch angekündigt, dass ihr hier hinten landen werdet. Um Gottes Willen. Ja, sind nicht wenig. So. Oh Gott, hier sind da noch mehr. Alter! So, haben wir jetzt alle? Ja, das kann wieder nicht aufstehen. Muss ich erst zurück. So. Dann droppen wir jetzt alle außer 2 Stämme. Dann legen wir uns ein paar schöne Bretter raus. Und dann stellen wir uns schon mal das Schild her, ne? Für das große Camp. Ich hoffe nicht, dass es so ist, dass es mich wieder unsichtbar macht für die. Das wäre ziemlich blöd. Nee, halt. Hier erstmal Bretter sägen. Achso, die Säge fehlt natürlich. Ja, macht Sinn, dass es da nicht geht. Ja, ein bisschen zu den Basics zurück hin, ne? Selber wieder Bretter sägen. So. Genau. Bei 12 Stück. Nee, wieso 12 Stück? Hat ich 3 Stämme? Gut, dann ist es so. Vorsichtig! Speichern, bevor es Dummes passiert. Schnell die Gieß holen. Schnell wieder zurück. Jetzt könnte er mich mal draußen am Tüffel tuten. Wagenheber. Den machen wir auf jeden Fall heute. Da ist er. Dauert auch nur 1,5 Stunden. Krass. Aber gut, machen wir. Mache ich jetzt auch selbst. Ich habe befürchtet, ich muss nochmal upgraden. Gut, jetzt haben wir. Ganz wichtig. Jetzt haben wir eigentlich noch Zeit. Nee, aber ich. Gehen wir jetzt pennen. Was mache ich hier? Ich wollte da hin. Gib mal Armbrot rüber. So. Ach, können wir oben essen, ne? Ja, essen wir oben. Essen wir im Bett. Armbrot im Bett. Warum nicht? Gibt doch einen Fernseher hier, ne? Dann werden wir einfach im Ingame morgen Tag
Vielleicht zum Start mal das Schild bauen. Den Schild, das Schild. Ihr wisst schon, ich meine. Wenn wir das mal zusammen machen, das Ding. Nochmal schnell das Inventar aufgeräumt, dann gehen wir schnell rüber und versuchen den Wagen da richtig rumzustellen. So. Natürlich. Wo hätten wir es denn gerne? Links, rechts, in der Mitte? Was machst du hier? Wie bist du überhaupt da hingekommen? Und wo sind deine Pupillen? Ach, sie guckt weg. Ja. Mach diesen hier. Eine Kamera an dich da? Ja, also. Hab's da vorhin mich mal kurz rausnehmen müssen. Gut, okay. So. Dürft ihr dann jetzt bitte durchschlafen? Das wäre nett. Dankeschön. Ist deutlich angenehmer geworden. Ich erinnere mich noch an die letzte Staffel, wo wir hier alle 2 Sekunden hier geweckt wurden. Moin! So, aufräumen wollt ihr? Nee, warte mal. Ich weiß noch nicht, was ich brauche für Schild. Außer jetzt das, was wir jetzt so schon haben, aber für die nächste Stufe vom Schild. Achso, 10 Nägel. 10 Nägel. Wir haben nicht mehr 10, ne? Haben wir noch 10? Nee, haben wir nicht. Dann brauchen wir nämlich nochmal Metal Scraps und Components war das, glaube ich, jeweils, ne? Wie viele Metal Scraps haben wir noch? 8 Stück. Dann nehmen wir maximal 8 Components mit. Da klingelt auch schon wieder mein Timer, das ist mir aber egal. Hier brauchen wir auch nochmal 10 und 4. Okay. Ach Quatsch, ich brauche einen Nägel. Hast du mal einen Schwung Nägel? Momentan reicht es ja noch vor, bis wir dann an die Stelle kommen. Hammerbrock. Bis wir dann an die Stelle kommen, wo das heißt, wir nageln uns jetzt unsere Base zusammen, ne? Zack. Stell's mal eben noch her. Da gibt es auch ein kleines Frühstück wahrscheinlich. Mal gucken. So. Wunderbar. Aufgewertetes Schild. Das sieht man gerne. Werkzeug kommt zurück. Hält auch ziemlich lange, der Hammer. Muss ich ja mal nicht stehen, ne? Ach, sie hat sich gestreckt. Ich dachte, die läuft jetzt die Wand hoch. So. Kommt mit. Räumen wir gleich weg. Räumen wir auch gleich alles weg hier. Das auch. Das kann sogar hier mit rein. So. Und dann heißt das in Zukunft auch wieder Autos looten. Damit wir wieder Metal Scraps und Components bekommen. Holz. Mal noch Feuerholz. So. Ich habe noch Steine im Inventar gerade gesehen. So. Ja, wird mir wahrscheinlich vergammeln, bevor ich überhaupt was draus kochen kann, ne? Schade drum. Könnt sie auch grillen, oder? Weiß nicht. Nee, lass mal das. Kostet jetzt eine unnötige Zeit, wir sind eh schon in der Überlänge. Ich räume das schnell auf und dann haben wir morgen gemeinsam rüber und retten das Auto. So, haben wir wieder welche auf Vorrat. Dann würde ich sagen, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet bitte morgen wieder rein. Ciao.